willkommen zu meinem Kanal Anyone Can Cook mit Christian und meinem kleinen Freund Mickey. Viele von euch haben mich gefragt, ob ich nicht auch einmal Gerichte aus dem Walt Disney World kochen könnte. Und deswegen fliegen wir heute über den großen Teich und besuchen das polynesische Resort in Walt Disney World in Florida. Da gibt es den berühmten Ohana's Bread Pudding und den kochen wir heute nach. Und was es mit dieser Tasse auf sich hat, das erkläre ich euch später. Wir starten im Disneyland Paris und fliegen 7200 Kilometer über den Atlantik. Die normale Flugzeit dauert ca. 10 Stunden, aber mit der Disney-Magie sind wir in wenigen Sekunden da. Unter uns liegt Orlando und wir sehen schon die ersten Gebäude von Walt Disney World. Und da ist auch schon das polynesische Resort. Das polynesische Resort befindet sich auf dem Gelände von Walt Disney World in Florida und wurde am 1. Oktober 1971 eröffnet. Es ist übrigens eins der beiden ersten Themenhotels auf dem Gelände überhaupt. Das Resort befindet sich an der südlichen Küste der künstlichen Lagune Seven Seas Lagoon, südlich vom Magic Kingdom. Das Magic Kingdom kann auch per Boot über die Lagune erreicht werden. Das Hauptgebäude des Hotels ist das Great Ceremonial House, gestaltet im Stil eines königlichen Versammlungsgebäudes auf Tahiti. Vor dem Umbau bis 2014 gab es im Atrium einen tropischen Regenwald mit über 75 Arten von lebenden Pflanzen und einem Wasserfall. Das Ohana's ist ein Restaurant in dieser Hotelanlage. Es handelt sich um ein Restaurant mit Tischservice. Es werden Frühstück und Abendessen angeboten. Und zum Frühstück kann man Lilo und Stitch treffen. Ich empfehle euch, auf alle Fälle einen Tisch zu reservieren. Und ein kleiner Tipp, am besten abends einen Tisch am Fenster. Dann könnt ihr sogar das Feuerwerk sehen. Für Ohana's Bread Pudding brauchen wir folgende Zutaten. 2 kleine Baguettes, 5 Eier, 3 Tassen Milch, 1,5 Tassen Zucker, 1,5 Teelöffel Salz, 1,5 Teelöffel Muskatnuss, 1,5 Teelöffel Zimt, 100 Gramm Rumrosinen, 200 Gramm Ananas und für die Banana Foster Soße 100 Gramm Kornsirup, 100 Gramm Butter, 100 Gramm Braunzucker, 100 Gramm weißen Zucker, 1 Tasse Sahne, Vanille, 1,5 Tasse Rum und 1 Banane. Den Brotpudding servieren wir dann noch mit Vanilleeis und mit Vanillesoße. Der wichtigste Bestandteil von dem Brotpudding ist das Baguette. Dann nehmen wir am besten ein Baguette vom Vortag, entweder ein großes oder 2 kleine. Es sollen ungefähr 500 Gramm ergeben. Ich habe das Brot in kleine Würfel geschnitten und jetzt kommt auch die Tasse ins Spiel. Wenn man nach amerikanischen Rezepten kocht, da sind die Mengenangaben oft in Tassen angegeben. Bei dem Brot sind das 8 Tassen Brot, das entspricht ungefähr 500 Gramm. Dann geben wir 1,5 Tassen Zucker dazu. Und 3 Tassen Milch.
Als nächstes geben wir 5 Eier dazu. Jetzt einen halben Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Zimt und etwas Muskatnuss. Ich habe den Brettpudding im Ohanas schon mit und auch ohne Ananas gegessen. Ich persönlich finde aber, dass die Ananas den Brettpudding noch deutlich interessanter macht. Deswegen geben wir natürlich auch Ananas dazu. Und da heute keine Kinder da sind, ist der persönliche Tipp von mir noch, Rumrosinen dazugeben. Das macht den Brettpudding außergewöhnlich. Jetzt rühren wir den Teig gut durch und geben die Masse dann in eine Auflaufform. Der Brotpudding muss jetzt bei 180 Grad eine Stunde in den Backofen. Zu unserem Brotpudding gibt es eine Banana-Foster-Soße. Das ist eine Karamellsoße mit Bananen. Dafür geben wir 100 Gramm weißen Zucker in eine Pfanne, 100 Gramm braunen Zucker, 100 Gramm Butter, 50 Gramm von dem Kornsirup. Sag mal, Christian, weißt du eigentlich, woher der Name Ohanas von dem Restaurant herkommt? Ohana ist ein hawaiianischer Begriff und bedeutet Familie. Der Begriff ist mit Maori Kohanga verwandt und bedeutet Nest. Das Wurzelwort O bezieht sich auf die Wurzel der Taro-Knolle. Das ist ein Grundnahrungsmittel in Hawaii. Die kennt ihr auch schon von meinem afrikanischen Teller. Außerdem wird der Begriff in Disneys Film aus dem Jahr 2002 verwendet, Lilo und Stitch. Ohana bedeutet Familie. Und Familie bedeutet, dass niemand zurückgelassen wird. Wir geben dann noch eine halbe Tasse Sahne dazu. Und lassen das Ganze aufkochen. Währenddessen schneiden wir die Banane in Scheiben. Jetzt geben wir noch die Banane dazu und unsere Vanille. Eigentlich hatte ich ja vor, eine richtige Vanilleschote zu benutzen, aber Mickey hat leider vergessen, sie zu besorgen. Deswegen geht es mit dem Vanillearoma auch. Und da heute keine Kinder dabei sind, gönnen wir uns mal was Richtiges. Jetzt flambieren wir die Soße noch mit einer halben Tasse Rum. Das sieht ja toll aus. Christian, in Frankreich hast du immer einen Reisetipp für uns. Bist du in Florida auch unterwegs gewesen? Ja, als ich in Florida im Disneyland war, war ich im Everglades National Park. Die Everglades sind ein tropisches Marschland im Süden Floridas. Der Nationalpark schützt den südlichen Teil der Everglades. Aber er erstreckt sich nur auf etwa 20% der Fläche der ursprünglichen Feuchtgebiete. Die Everglades werden auch Grasfluss genannt. Dieser Fluss ist auf den ersten Blick nicht als solcher zu erkennen, da er nur selten als offene Wasserfläche zutage tritt. Vielmehr ist diese bis zu 60 Kilometer breite Wasserader oft nur wenige Zentimeter tief, sodass fast die gesamte Fläche von Gras bewachsen ist. Trotzdem fließt er mit 1 Meter pro Stunde.
Es gibt eine Reihe ausgebauter Wege im Park, auf denen man die Natur und die Tiere beobachten kann. Von diesen Trails aus können Alligatoren, Kormorane, Reiher, Anhingas, große Fische und Schildkröten aus nächster Nähe beobachtet werden. Ach, da fällt mir noch eine Geschichte ein, die ich euch unbedingt erzählen muss. Ich war 1990 das erste Mal in den Everglades. Da war ich mit Freunden unterwegs. Wir waren auch im Nationalpark und waren auf den Trails unterwegs, um Alligatoren anzusehen. Das war mega aufregend. Einer von den anderen Besuchern meinte, es wäre noch aufregender, wenn man nachts zurückkommt und die Alligatoren mit Taschenlampen anleuchtet. Dann würden die Augen rot blitzen. Gesagt, getan. Wir sind nachts zurückgekommen. Der Ranger hat uns auch reingelassen. Wir haben die Alligatoren angeleuchtet. Die Augen haben rot geblitzt. Super aufregend, das war echt klasse. Nur als wir dann zurückgehen wollten, da lagen plötzlich Baumstämme auf dem Weg, die vorher nicht da gewesen waren. Und es waren auch keine Baumstämme. Es waren die Alligatoren, denen es nachts im Wasser zu kalt gewesen ist und die sich dann auf den warmen Asphalt gelegt haben. Wir hatten mega Bammel und wir mussten Slalom um die Alligatoren laufen und teilweise sogar direkt rübersteigen. Das war ein wirklich unvergessliches Erlebnis. Die Banana-Foster-Soße ist jetzt auch fertig. Dann können wir gleich mit dem Anrichten beginnen. Den Brettpudding habe ich schon in Stücke geschnitten und jetzt bereiten wir den Teller vor. Dafür mache ich einen Soßenspiegel. Zunächst mit der Karamellsoße. Ein paar von den Bananenstücken dazu. Und dann etwas von der Vanillesoße. Dann geben wir ein ordentliches Stück von dem Brotpudding dazu. Auf den Brotpudding kommt eine Kugel Vanilleeis. Und als Deko nehme ich noch die Haube von unserer Ananas dazu. Und dann begießen wir das Vanilleeis noch mit etwas Karamellsoße. Voilà! Bon Appetit! Oh, jetzt habt ihr mich erwischt. Aber das ist mein absoluter Lieblingsnachtisch. Ich konnte einfach nicht warten, bis die Gäste da sind. Das war's wieder einmal für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nicht vergessen, lasst mir einen Like da, abonniert meinen Kanal und drückt die Glocke. Es verabschieden sich Christian und mein kleiner Freund Mickey.